Wir haben hier 6,2 Liter. Du hast gedacht, ich mache was über das. Ja, haben einen V8? Klar haben wir V8. Welcome back zu unserem Channel. Ich würde mich gerne an allererster Stelle erstmal für euren mega, mega coolen Support bedanken. Vielen Dank, dass ihr so viele Thumbs-ups gegeben habt und dass ihr euch gewünscht habt, dass ich nochmal ein Auto vorstelle. Und wir haben uns gedacht, okay, wir haben es ein kleines SUV sozusagen das letzte Mal gemacht. Deswegen nehmen wir jetzt doch einfach mal den größeren Bruder sozusagen auch aus der GM-Reihe. Habe jetzt hier hinter mir den komplett neuen 21er Chevrolet Tahoe. Ja, würde einfach sagen, gucken wir uns das ganze Ding mal von innen und von außen an und schauen mal, was der so zu bieten hat. Das ist sozusagen die kleinere Variante von den zwei SUVs von Chevrolet. Es gibt den Tahoe und dann gibt es den Suburban. Der Tahoe ist jetzt bei einer Länge von ungefähr 5,30 Meter, 5,35 Meter. Der Suburban hat noch mal viel mehr Platz nach hinten. Der ist nämlich bei ungefähr so 5,75 Meter, also doch noch mal ein Stückchen länger. Wir haben hier die High Country Ausstattung, das ist sozusagen Maximum, da ist jetzt alles mit drinnen. Zum Beispiel unter anderem auch eben diese Trittbretter, die rausgehen. Man macht sozusagen einfach nur die Tür auf, dann kommen die Teile raus. Hält jeden fast. Hält auf jeden Fall sehr, sehr viel aus. Also man kann da auch wirklich draufsteigen, zum einen steigen, fahren wieder rein. Das heißt, die gehen da nicht im Weg um. Wenn wir jetzt mal hier reinschauen, hinten, gibt es im Gegensatz zum Vorgänger, was ich wirklich eine extreme Verbesserung finde, die Möglichkeit, die Sitze zu verstellen. Das heißt, ich setze mich mal rein, das ist ein bisschen einfacher. Wir haben hier diesen Hebel und können den Sitz einfach super leicht nach hinten fahren. Und ich bin jetzt 1,76 groß. Der Sitz vorne ist jetzt so eingestellt, wie wenn ich jetzt ganz normal fahren würde, bequem. Und ich habe hier hinten einfach irre viel Platz, was ein absoluter Pluspunkt ist für erwachsene Leute, die hinten mitfahren möchten oder müssen. Und das ist 2/3, 1/3. Das heißt also, man kann theoretisch den einen Sitz umklappen, wenn man jetzt was beladen möchte, und hat hier trotzdem noch genug Platz für Leute. Genauso hinten, wenn wir jetzt mal in den Kofferraum gucken. Auch wieder elektrisch. Klassiker, hat sich nichts verändert. Die Sitze hinten kann man elektrisch umklappen, das hat sich auch nicht verändert, das ist gleich geblieben. Ist aber nach wie vor einfach ein super praktisches, ein super praktischer Aspekt. Also man hat wirklich viel Platz, man kann hier komplett durchladen, kann trotzdem aber noch Leute mitnehmen, was, ja, ich sag mal, schon annähernd Bus ist, aber halt trotzdem den Luxus von einem SUV hat. Das ist halt ganz nett. Kofferraum auch wieder elektrisch. Wir haben hier starke V8 unter der Haube, einen 6,2 Liter, um ganz genau zu sein, mit 425 PS. Also da passiert richtig was. Hat auf jeden Fall ordentlich Dampf und schiebt etwas voran. Also man kommt ganz gut vom Fleck, mit anderen Worten. Wir haben einen Allrad, wir haben einen zuschaltbaren Allrad. Wir haben die Knöpfe hier links, das sieht jetzt leider ganz schlecht. Auf jeden Fall links hier kann man das Ganze verstellen. Im Endeffekt langt es aber eigentlich, wenn man auf dem automatischen Allrad oder auf dem Zweiradantrieb fährt. Wir sind jetzt auf dem Zweiradbetrieb, weil wir haben ziemlich trockene Straße heute, super schönen Sonnenschein, langt also ausgesprochen gut. In dem neuen Tahoe, der ist im Endeffekt eigentlich genau gleich wie der Suburban von innen. High Country, wie gesagt, ist die maximale Ausstattung. Wir haben eben hier diese ganzen Elemente, Holzverkleidung, hier diese bronzefarbenen Applikationen. Hier eben die Holzverkleidung an der Tür, was aber super dezent ist, also dementsprechend auch nicht wirklich aggressiv und fällt eigentlich kaum auf. Im Endeffekt eigentlich ziemlich gleiche Sachen wie beim alten Fahrzeug, nur ein bisschen neu aufgeteilt. Was komplett neu ist, ist die Art des Schaltens sozusagen. Also wir haben ganz normal den P-Punkt, ganz normale Automatik, sprich die automatische Parkbremse. Wir haben
D zieht man einfach, dann ist man im Fahrmodus. Wir gehen auf R ziehen, hat einen Rückwärtsgang drinnen, haben hier auch die stechend scharfe Kamera mit drinnen. Einmal wieder diese 360-Grad-Kamera, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, und komplett nach hinten. Wir können hier switchen, also wir können sagen vorne, wir können hier von oben zoomen, wir können seitlich angucken, wir können auf die Anhängerkupplung schauen. Wir haben hier dieses Trailer-Paket mit drin, also es ist wirklich super umfangreich und dementsprechend safety first. Haben noch eine Kamera, die wir auch jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, und zwar im Rückspiegel. Wenn man einfach diesen Hebel umklippt, hat man wieder hinten die Kamera und sieht raus. Wenn jetzt das Auto hinten, gerade bei diesen Fahrzeugen mit Family und Co., hat man meistens super viel Gepäck dabei und sieht halt einfach gar nichts mehr im Rückspiegel. Die Kamera nimmt einem das ab. Die sieht nämlich generell viel, viel mehr, als man selber überhaupt sehen würde in dem Rückspiegel. Wir haben hier oben noch, was für die meisten super wichtig ist, zwar für die Tiefgarage. Man kann hier den Kofferraum, die Höhe einstellen sozusagen. Also sprich, wenn man den Kofferraum elektrisch aufmacht, kann man sagen, entweder komplett auf oder nur auf 3/4, wenn man in der Tiefgarage ist, diesen bisschen niedrigere Decke hat. Oder man geht komplett auf off, dass man es dann sozusagen manuell aufmachen kann, wenn die sonst komplett anstoßen würde. Und was neu ist, dass man hier die Sitze auch von vorne umklappen kann. Wenn man jetzt irgendwie was laden möchte oder jemandem helfen möchte, der von hinten lädt, könnte man hier das umklappen und das auch von hier steuern. Also eigentlich hat man fast von überall die Möglichkeit, irgendwas zu steuern, weil man halt nicht nur meistens einen Knopf, sondern irgendwie versteckt immer mal wieder ein paar Knöpfe mit drinnen. Komplett neu, also Apple CarPlay ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, oder Android Auto. Das ist sozusagen das System, dass man sein Handy, Navi, WhatsApp, Spotify, die ganzen Sachen eben vom Telefon auf das Display hier koppeln kann, also duplizieren. Was bei dem hier neu ist, was ich super schön finde, weil man nicht immer sein blödes Kabel mitschleppen muss. Erstens hat man eine Wireless-Charging-Funktion, das heißt, man kann einfach sein Telefon hier unten in der Mittelkonsole reinlegen. Wer das, welches Telefon das natürlich hat, diese Spule, kann man hier sein Telefon einfach reinlegen und laden. Und Apple CarPlay und Android Auto sind jetzt nicht mehr mit USB-Kabel, sondern mit Bluetooth gekoppelt. Das heißt, also wir können uns einfach mit Bluetooth in das ganze System einwählen. Das habe ich jetzt schon gemacht, weil ich es nämlich schon ausprobieren wollte. Und gehen dann einfach hier auf Apple CarPlay und haben dann hier unsere Karten, haben unser Hauptmenü und ist sofort alles mit drin. Also ja, ziemlich entspannte Nummer. Richtig, richtig cool. Könnt ihr mal kurz sagen, weil beim letzten Mal habe ich ja schon einen super Fail hingelegt, wie ich in den Kommentaren gesehen habe, gibt es dieses Speed Control schon seit gefühlt 1820. Habe ich nicht gewusst, sorry. ob das andere Autos auch schon mit Bluetooth haben oder ob das da noch mit Kabel funktioniert, würde mich mal interessieren. Also haut's gleich unten in die Kommentare mit rein. Dann würde ich sagen, fahren wir doch mal eine kleine Runde mit dem Schätzchen hier. Also serienmäßig haben wir hier schon ein Bose Musiksystem verbaut mit mal wieder unfassbar vielen Lautsprechern. Und der ist super leise, wenn man jetzt mal fährt. Man hört von außen fast gar nichts und das ist für Langstrecken echt ein Knaller, weil man einfach die Geräusche von draußen gar nicht wahrnehmen möchte, sondern einfach seine Ruhe irgendwie haben möchte. Man hat halt vorne im Display noch analog, also links und rechts ist noch analog, hat aber die Möglichkeit in der Mitte hier ein paar Sachen durchzuschauen, also Informationen. Ganz normal, was man halt kennt irgendwie übers Auto. Hat hier die Möglichkeit, sein Navi einzustellen, sein Telefon nochmal zu sehen, die ganzen anderen Sachen, Einstellungsfeatures. Eigentlich das alles, was man sowieso schon irgendwie kennt aus den ganzen Fahrzeugen. Hat einen Abstandstempomaten mit drinnen. Ist auch alles komplett Serienausstattung. Mit, klar, natürlich Abstand- und Bremsassistent. Und er zeigt auch, wenn man jetzt zum Beispiel an der Ampel irgendwo näher hinfährt, er hat eine Vibrationsfunktion im Sitz. Wenn er jetzt also irgendwas, wenn das Auto irgendwie feststellt, da ist irgendein Hindernis oder da ist irgendeine Gefahr, vibriert der Sitz und er zeigt vorne im Head-Up-Display auch ein kleines rotes Symbol an und zeigt eben, okay, wow, da passiert irgendwas, bitte Vorsicht. Man hat halt einfach vom Auto nochmal ein bisschen Feedback und nochmal mehr Sicherheit. So, wir sind wieder zurück
back to business. Wir hoffen, ihr konntet euch in den neuen Tahoe schon so verlieben wie wir. Schreibt uns doch auch gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr irgendwie ein bestimmtes Auto habt, was ihr unbedingt gerne sehen möchtet. Dann können wir mal gucken, ob wir es umsetzen können. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.